Guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast auf New Rock Reviews. Und zwar heute mit einem kleinen Jubiläum, 10 Jahre Crush 40 mit dem gleichnamigen Album Crush 40. Eine Band, die ich wirklich sehr, sehr mag, die merkwürdigerweise kaum bekannt ist, was wahrscheinlich vor allem daran liegt, dass man an die Platten recht schwer rankommt. Ich habe selbst ein paar Jahre gebraucht, bis ich die jetzt tatsächlich mein eigen nennen konnte, aber vollgepackt mit Hits. Nur Hits. Absolut nur Hits. Die Bonustracks schon alleine nur Hits. Rest großartig. Ja, also ist eine gute, richtig schöne Rockplatte im Stile von alten Scorpions vielleicht, also richtig schön Beat, der da vorwärts treibt, mit wirklich großartigen Vocals. Ja, auf der Platte singt Johnny Gioeli, seines Zeichens ja auch Sänger momentan bei Axel Rudi Pell, auch so eine Hardrock-Kapelle, bei der die Musik richtig schön nach vorn treibt. Und genau das passiert hier auch. Also es fängt ja schon einfach richtig, richtig stark an mit Live and Learn, mit so einem Refrain hoch 20, hoch 10, 1000, wegen mir. Also wirklich, der Song geht absolut ins Ohr, bleibt dort drin, auch für die nächsten paar Jahre. Wirklich, den kriegt man kaum noch raus. Revving Up folgt darauf, geht genauso gut nach vorn und generell, ich werde mir das wahrscheinlich aussparen, generell Spitzen-Lead-Gitarre auf dem Album. Also wirklich, da ist richtig was los. Das macht unglaublich viel Spaß. Apropos, Song 4, In The Lead. In The Lead ist wirklich wuchtig vom Anfang her und hat ein ganz, ganz schickes Riffing und eine tolle Lead. Ja, okay, ich spar's mir anscheinend nicht aus. Ach, warum auch? Großartige Lead-Gitarre, muss man erwähnen. Ja, dazu sei natürlich erwähnt, dass Johnny Gioeli nicht nur seine Brötchen verdient, indem er bei der einen oder anderen guten Band singt. Nein, er hat auch ein Pizza-Restaurant in New York. Großartiger Sänger, wirklich großartig und wahrscheinlich auch großartige Pizzen. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, weil man kommt ja so selten nach New York. Aber wenn, dann sollte man das vielleicht mal mitnehmen. Johnny's Pizza, irgendwas, NY. Also lohnt sich, wahrscheinlich. Genauso wie die Platte und die Liedgitarren. Danach kommt dann mal eine Ballade, auch die einzige Ballade auf dem Album, die erinnert mich ein bisschen an Richard Marx. Nicht nur vom Gesang her, sondern auch generell. Da ist schon so ein bisschen so ein Vibe drin, vielleicht den man so eher in die 90er ordnen würde. Wie gesagt, 2003, das Album. Wobei einige Songs auch von 2000 sind ungefähr. Also da hat man ein bisschen gesammelt, bevor das veröffentlicht wurde. Aber wie gesagt, ein bisschen 90er-mäßig Richard Marx, aber macht auf jeden Fall Spaß zu hören. Ist großartig. Ohnehin, die ganze Platte macht eigentlich so viel Spaß, da könnte man sich generell zu jedem Song ein Bier aufmachen. Wobei, eigentlich könnte man, könnte auch zu so einer Rezession ein Bier aufmachen. Ja. Ja, auch zu einer Rezension zu dem Album lohnt sich ein Bier. Ja. Es geht weiter mit noch ein paar Songs. Ist nicht gerade die längste Platte, also kann man durchaus gut in einer Stunde locker durchhören. Aber es geht noch weiter mit Dangerous Ground zum Beispiel, der ein richtig harter Rocker ist. Also wirklich beinhart, macht richtig was her, geht gut voran und hat eine großartige Leadgitarre. Was nur mal so zu erwähnen wäre. Dazu dann noch Open Your Heart, den ich gesondert wirklich erwähnen will, mein Lieblingstitel auf dem Album mit. Schon seit vielen, vielen Jahren kenne ich ihn und ich habe immer gesucht, auf welcher Platte er drauf ist. Und wie gesagt, die Crush 40 Scheiben sind nicht einfach zu bekommen hier in Europa. Das ist schon leider ein bisschen schwierig. Also vor kurzem, ich glaube Ende letzten Jahres, also Ende 2012, ist auch eine Live-Scheibe erschienen. Aufgenommen, ein spezifisches Konzert irgendwo in, ich glaube in Tokio war es sogar. Ist eine Spitzenqualität, ist ein gutes Album, aber ich habe bis jetzt leider noch nur Promo-Aufnahmen direkt hören können.
weil das Album, ja, ist eben schwer zu bekommen. Also man kann es aus Amerika auch noch importieren, aber da kostet es dann auch gleich 40, 50 Euro so pro Stück. Naja, will nicht sagen, dass es nicht lohnt, aber vielleicht findet sich ja doch irgendwann nochmal ein Vertrieb dafür hier. Ja, geschlossen wird das Album dann noch von zwei Bonustracks, die nicht von Johnny Gioeli gesungen werden, allerdings auch definitiv von sehr, sehr talentierten Sängern. Ich glaube, Ted Poley müsste der eine sein und der andere, ja, habe ich jetzt einfach vergessen. Aber ist vollkommen egal, sind auch sehr, sehr schöne Tracks. Also zum Beispiel It Doesn't Matter, der vorletzte Song, sehr, sehr schöner, starker Rocker, der eine ganz, ganz tolle Rhythmuslied-Gitarrenspur bietet. Also da ist auch wieder viel los, nur eben nicht ausschließlich in der Lied, sondern auch in der Rhythmusgitarre. Wirklich sehr, sehr schön. Aber ich muss mal kurz, weil der Song regt ja auch an, zum Bier. Und ja, einfach gut. Und der letzte Song ist Escape from the City. Der hat ein bisschen so einen Surf-Charakter her, ein bisschen Ska-Feeling kommt da auf. Natürlich immer noch Hard Rock, aber so eine leichte Ska-Rhythmik zeichnet diesen Song aus und der ist auch sehr, sehr schön. Also der macht viel, viel Spaß. Ja, also generell, ja, nur Hits. Nur Hits. Zum Glück ist das jetzt nicht in dem Jahr rausgekommen, ansonsten würde ja das Album des Jahres schon feststehen für die nächsten 3 Jahre. Am Stück. Locker. Okay, dann viel Spaß mit der Platte, weil ich kann sie nur empfehlen, auch wenn sie schwer zu bekommen ist, aber man kann ja auch mal, ich glaube auf iTunes kann man die auch ziehen. Also auf jeden Fall kann man auf iTunes digital relativ viel von Crush 40 ziehen und es lohnt sich. Definitiv, weil es auch ein bisschen fröhlicher als jetzt zum Beispiel Axel Rudi Pell, wo ja Johnny Gioeli auch mitsingt, aber eben das ist schon ein bisschen sehr, sehr Hard Rock, sehr, sehr auch ein bisschen düster. Also hier Crush 40 kann ich empfehlen, absolut gute Laune CD, verbreitet gute Laune und ist einfach schön. Ja, also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.